Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part The Secret World. Nachdem wir im letzten Part Kürbiskopf besiegt haben und eine Kürbiskopfmaske als Belohnung erhalten haben, kümmern wir uns jetzt mal um diese handgeschriebene Notiz, die hier auf dem Auto liegt. Und die besagt, auf einem Zettel auf dem Paket steht: Mrs. Franklin, ich habe dieses Gemälde auf meinem Speicher gefunden. Der Künstler war Keaton Walker und gehörte zu den Beteiligten an der Tragödie in den 1960er Jahren. Ich möchte, dass das Gemälde an seinen rechtmäßigen Platz zurückkommt. Ich hoffe, Sie nehmen es als Geschenk an. Mit freundlichen Grüßen, Annie Stapleton. Es sieht nicht so aus, als würde das Paket in der näheren Zukunft zugestellt. Wenn in dem Anwesen noch jemand lebt, würde ein unerwartetes Geschenk bestimmt seine Laune verbessern. Ja, das nehmen wir natürlich an. So, und jetzt sollen wir hier das Paket mitnehmen. Ja, ich wollte Sprinten nur anmachen. So, denn wir haben jetzt hier eine sitzen gelassene Braut. Und ich sage euch, liebe Leute, ne, die ist echt so nervtötend. Wir müssen jetzt zu Mrs. Franklin. Die Braut lässt sich übrigens auch nicht wirklich besiegen. Die wird immer wieder auftauchen. Da kann man nur laufen. Also versucht gar nicht, die kaputt zu machen. Das hat so gut wie gar keinen Wert. Ihr seht, hier ist ein Buff. Da kriegt sie Heilung über Zeit. Also es lohnt sich wirklich nicht, da auch nur annähernd irgendwas mit der ollen Zippe in Angriff zu nehmen. Da muss man nur schnell genug laufen können. Ich nehme die Paketquest jetzt hier auch nur mit, weil sie sowieso auf dem Weg lag. Wir sind im Wabanaki-Lager ja soweit fertig mit den Questen. Da brauchen wir eigentlich nichts weiter. Und ja, deswegen, oh Gott, pullen wir jetzt hier alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Dann müssen wir hier doch mal zuschlagen. Das nützt mir ja alles nichts. Nee, was ist denn hier los? So, die müssen wir aus dem Weg räumen. Es hilft nichts. So. So, und weiter geht's. Ich hoffe, da kommt man mal an, ne? Weil viel HP hat die natürlich nicht. Also die hat nur irgendwie 6700 oder so. Das ist ja eigentlich nicht die Welt, ne? Das sollte eigentlich schon kaputt machbar ist. Das auf jeden Fall. So, jetzt können wir Sprinten wieder anmachen. Mal gucken, wie weit wir kommen, bis er uns wieder begegnet und uns wieder verlangsamt. Das ist also wirklich eher eine Quest, die nimmt man so mit im Vorbeigehen, ja, und dann macht man sie halt. Auch wenn die nicht ganz so wirklich spektakulär ist, habe ich gedacht, machen wir die jetzt trotzdem einfach. Und ich schalte euch da auch zu und dann laufen wir hier halt wunderbar am Strand entlang vor dieser sitzen gelassenen Braut weg und müssen jetzt einfach die Braut daran hindern, dass die uns hier das Paket irgendwie wegnimmt. Was ist denn, warum ist denn das jetzt hier, hat die das jetzt gekriegt? Guck mal, habe ich jetzt irgendwas verkranknüllt? Guck mal an. Nee, Franklin anwesend oder was? Nach Notizen versucht. Hat die das jetzt gekriegt schon? Die sitzen gelassene Braut daran hindern, das Paket zu stehlen. Ah nee, ich höre sie doch schon wieder. Da ist sie doch. Ich wollte gerade sagen, habe ich das noch einstecken? Ja, das kann ich auch nicht sehen, ne? Da die mir aber noch hinterher ist auf den Fersen, würde ich mal fast vermuten, die ist hier noch irgendwo, dass ich das noch habe. Ich gehe jetzt auf alle Fälle zum Franklin-Anwesen und schau mal, ob die Quest dann aktualisiert wird. Ich hoffe es doch sehr. Von da aus können wir dann nämlich weiter zum Gesundheitsministerium, die da am ollen Sumpf unterwegs sind. Da sind ja noch Quests für uns zu machen, auf jeden Fall. Von daher lohnt sich das schon. Da sind wir, glaube ich, dann schon so auf dem ganz richtigen Wege, da die Quests dann noch zu machen. Und dann passt das schon soweit. Na, ich sehe sie jetzt momentan nicht mehr. Nee, ich bin auch nicht böse drum, das muss ich ja mal sagen. Ich mag die Geister ja sowieso immer nicht. Und da haben wir es auch wieder. Ich finde, also es gibt ja männliche und weibliche Geister hier in dem Spiel. Und ich finde die weiblichen tatsächlich auch wieder um einiges nerviger, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde die ein bisschen störender vom Handling her und um die zu besiegen. Da ist das natürlich, was habe ich denn hier? Verdächtiges Paket. Sie haben ein Paket bei sich, das zum Franklin-Anwesen gebracht werden muss. Ach, hier steht ja, dass ich das Paket noch habe. Ja, das ist doch gut. Ja, das ist ja prima. Dann bringen wir das doch mal zum Franklin-Anwesen. Ich glaube, ich habe eine Abzweigung verpasst. Nee, das ist die Krakenlandzunge hier. Ich muss mal gucken auf meine schlaue Map. Ach nee, das ist tatsächlich noch ein ganzes Ende, ne? Nächstmögliche links abbiegen müssen wir. Machen wir alles.
Obwohl ich ja sagen muss, das ist schon so mit diesen verdorbenen Bäumen und so, das ist schon ganz cool. So, ja, genau. Jetzt kann man nämlich da oben lang. Hier ist der. Na, sag schon. Der Sarge, ne? Bei dem haben wir die Quests ja auch schon gemacht. Wir sind schon echt ziemlich fleißig gewesen im Blue Mountain. Ich bin sehr überrascht, dass das doch eigentlich so ganz cool jetzt war, hier zu questen. Ich habe ja echt ein bisschen Bammel gehabt. Schon in der Savage Coast habe ich ja schon rumgejammert, dass ich nicht nach Blue Mountain will. Und natürlich gibt es hier wirklich viele Quests, wo ich denke, oh lieber Gott, ne, muss das echt sein. Ich brauche das einfach schlicht und ergreifend nicht. Nee, die Quests sind halt da, so ist es. Aber im Großen und Ganzen, finde ich tatsächlich, hat sich das hier bis jetzt ganz gut questen lassen. Wenn wir nachher in das Sumpfgebiet reingehen, mag das Ganze schon wieder ein bisschen anders aussehen. Das werden wir dann sehen. Ob ich da dann des Öfteren vielleicht mal vor mich hinfluche, das kann durchaus passieren. Aber bisher, muss ich sagen, bin ich doch sehr, sehr zufrieden mit dem, wie das denn jetzt hier so funktioniert hat. Hier ist, glaube ich, auch noch irgendwo eine Nebenquest gewesen. Hier liegt, glaube ich, irgendwo so ein Orochi-Tablet rum. Irgendwo gammelte hier eins auf dem Weg rum. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob das hier war. Die Straßen sehen halt immer alle gleich aus und ich habe die Nebenquests ja nicht alle auf den Karten markiert. Weil wenn ich drüber stolper, ist gut. Und wenn nicht, ne, ist auch mal gar wurscht. Dann ist das halt so. Und dann ist das ja egal. Ah ja, nee, hier ist es doch. Ich sehe es, der sage ich ja. Hier ist ein Orochi-Tablet. Aber wir gehen jetzt zum Franklin-Anwesen weiter. Und geben das ab. So. Da ist schon das Franklin-Anwesen. Das haben wir doch ganz gut geklappt. Ganz gut gemacht hier jetzt mit dem Geist. Also ich wollte euch wirklich nur zeigen, weil das ist schon ein bisschen tricky. Den Akab nehmen wir mit. Das ist schon ein bisschen tricky hier mit dem Geist. Ich habe, als ich die Quest das allererste Mal gemacht habe, habe ich natürlich versucht, die kaputt zu machen. Und das ging auch grundsätzlich in die Hose, weil die sich einfach zu sehr heilen. Da kommt man dann nicht so wirklich weiter. Und deswegen Es war ist das schön, endlich ein paar ungünstig. Besucher zu haben. Ja, Miss Franklin, guck mal. Ach, hier ist ja auch noch, die hat auch noch eine Quest für uns. Warum kann ich ihr das denn? Oh, die Gott, da kommt der olle Geist. Elinor, Elinor. Eleanor Franklin, würden Sie bitte das Paket entgegennehmen? Hallo? Daran hindern, das Paket zu stehlen? Na, da ha gehindert habe ich Sie doch jetzt. Da kann ich Eleanor hier nicht das mal geben. Hallo? Ich habe das ja auch nicht einstecken. Ich kann die aber auch nicht ins Target nehmen. So, no. Nur stehen wir hier. Vielleicht gehen wir nochmal rein und nochmal raus. Machen Sie es gut. Ja, danke. So. Na, das hat uns jetzt mal was gebracht. Nichts. Null Komma nichts. Ich will die Quest abgeben. Das finde ich jetzt schon ein bisschen doof. Ah, sag mal. Guck mal, jetzt ist hier die Olle. Guck mal, jetzt ist sie hier. Und ich würde mir jetzt das Paket nicht wegnehmen. Nee, nee, nee. Das kannst du aber vergessen. Das ist mein Paket. Ja, vielleicht, wenn man die hier drin jetzt kaputt macht. Das kann natürlich sein. Ich weiß das auch nicht mehr. Wie gesagt, ich habe die Quest, glaube ich. Ich glaube, ich habe sie einmal gemacht oder so. Nein, zweimal musste ich sie gemacht haben. Das erste Mal habe ich sie immer versucht kaputt zu hauen. Und das ging immer gründlich in die Hose. So. So, ja, jetzt haben wir es. Paket beschützen und zum Franklin-Anwesen bringen. Na, da sind wir doch schon. Na, dann gehen wir mal nochmal rein und raus. Oh, hallo. Ja, hallo. Zack. Ja, da sind wir doch. Sehr gut. Alles klar. Dann Bericht senden. Ach so, das ist der normale Questbericht. Brauchen wir gar nichts vorlesen, großartig. Okay, und wenn wir hier sowieso noch eine Quest offen haben und den Begräbniscrasher nicht gemacht haben, das finde ich ja echt merkwürdig. Haben wir den nicht gemacht? Dann machen wir das doch glatt im nächsten Part und ich würde sagen, bis dahin, ciao, ciao. Ja, verstehe ich gar nicht, ne? Ich dachte ja eigentlich, wir hätten hier im Franklin-Anwesen schon friedlich fröhlich vor uns hingequestet. Das kommt, wenn man die Chaos-Queen ist und von da nach da läuft und mal hier was macht und mal da. Aber den Begräbniscrasher nehmen wir uns dann einfach im nächsten Part vor. Das ist nämlich auch eine ganz, ganz tolle Quest.